Okay, hier sind jetzt die fertigen Tomaten. Ich habe 8 verschiedene Sorten. Viel zu viele. Hier in die Ecke kommt die erste. Das heißt, hier grabe ich jetzt ein Loch. Schön tief. Die Tomaten sind schon relativ lang. Das heißt, ich werde sie sehr tief einsetzen. Die bilden daneben neue Wurzeln aus. Perfekt durchgewurzelt. Die Blätter muss ich abmachen. Bis zu der Tiefe, wie sie in die Erde kommt. Und so setze ich sie dann ein. Das wird jetzt aufgefüllt mit Kompost, um die Pflanze schon etwas zu düngen. Und wieder zugemacht. Wie man sieht, sehr gut durchgewurzelt. Und dann hier die Blätter abmachen. Schön hier rein. Also man sieht, wenn man sie so schön tief einsetzt, ist das überhaupt kein Problem, wenn die Pflanze so lang war. Das kann man alles wieder kompensieren. Die erste Reihe von 6 ist fertig. Jetzt mache ich noch um jede Pflanze einen Gießkranz. Das heißt, ich mache hier einfach so eine Rille. Und da werde ich jetzt vorsichtig Wasser reinkippen. Bei Tomaten ist es nämlich wichtig, dass kein Spritzwasser oder Erde an die unteren Blätter kommt, da sonst Schimmelgefahr besteht und die Tomaten Braunfäule oder andere Pilzkrankheiten bekommen können. Also ins Gewächshaus pflanze ich jetzt sehr wertvolle Sorten, die mir sehr wichtig sind. Das ist unter anderem noch 2 Pflanzen von der Sorte Ananastomate. Auch hier wird selbstverständlich ein Gießkranz gebildet. Des Weiteren habe ich noch Tomaten ins Freiland gepflanzt. Jetzt werden die Tomaten noch mit Seilen hier oben befestigt, damit sie nicht umkippen. Und dann ist das Ganze schon fertig. Also die Tomaten werden befestigt mit diesem Hanfseil, Hanfgarn. Das ist kompostierbar. Das heißt, ich muss am Ende nur die Pflanzen aus der Erde ziehen, oben abschneiden und kann alles auf den Kompost werfen. Also es muss auf die Höhe etwa. Jetzt weiß ich, wie lang es sein muss. Und jetzt mache ich hiervon 18 Stück in dieser Länge. Hier haben wir jetzt die 18 Schnüre und die befestige ich jetzt hier an der Decke. Also ich mache das hier dann immer an diesen Querbalken fest. Und dann mache ich hier so einen Doppelknoten. Also eine Schleife und dann noch eine Schleife. Und unten bei der Pflanze mache ich es dann ähnlich. Also erst ein so ein Knoten, so ein ganz normaler, wie man ihn kennt. Und dann gehe ich hier hinten rum und mache noch einen zweiten. Und während man den jetzt festzieht, muss man die Schlaufe hier offen halten. So, alle Tomaten sind jetzt mit Seilen befestigt. Hier sehen wir jetzt die Tomaten. Sie sind sehr schön gewachsen, könnte man sagen. Und es gibt jetzt einiges zu beachten. Wenn man Stangen verwendet, muss man die Tomaten jetzt immer befestigen. Ich allerdings muss sie nur rumwickeln. Vorsichtig, dass die Blüten nicht verletzt werden. Dann eine weitere Sache, die zu beachten ist. Aus den Blattachseln kommt immer ein neuer Trieb. Den muss man entfernen, sonst wird er zu einem neuen Haupttrieb. Das Ganze nennt sich Ausgeizen, ist eigentlich auch relativ bekannt. Diese Geiztriebe nicht mit den Blütenständen verwechseln. Die wachsen aus dem Stiel heraus, während die Geiztriebe neben aus der Blattachsel rauswachsen. Hier sieht man es nochmal besser. Hier ist das Blatt und hier sieht man, wie der Stiel weitergeht. Und hier kommt jetzt der Geiztrieb raus und bildet einen neuen Wachstumspunkt. Wir wollen allerdings die Tomate nur eintriebig ziehen, da sich so mehr Früchte kultivieren lassen. Während die Tomate in der Natur, in Südamerika, wo sie herkommt, eine Buschform annimmt und sich immer mehr verwinkelt und verzweigt. Und dort, wo sie mit einem Ast wieder auf den Boden kommt, bildet der Ast unten wieder Wurzeln aus und dockt an. Und so bildet sich langsam ein Busch. Während man die Tomate in Kulturform eintriebig ziehen will, um das maximale Ergebnis rauszuholen. Also hier, das ist jetzt zum Beispiel eine Blüte und hier aus der Achsel kommt dann der Geiztrieb. Hier ist er weg und hier ist auch einer weg. Hier kommt auch wieder einer, der ist noch kleiner.
weg. Hier auch einer, der ist wieder größer, weg. Hier wieder eine Frucht, eine Blüte. Und so muss man immer genau gucken. Hier, das ist jetzt schon anspruchsvoller. Woher weiß man jetzt, ob dieser Wachstumspunkt der richtige ist oder dieser hier? Ich sage es, woran man es sieht. Während der Hauptwachstumspunkt einfach oben aus der Pflanze rauskommt, sieht man, dass dieser Wachstumspunkt wieder aus einer Achsel rauskommt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass das hier nicht der richtige ist. Sollte man jetzt aus Versehen mal den richtigen hier oben abbrechen, ist das gar kein Problem. Dann wartet man einfach, bis sich ein anderer Geiztrieb bildet und lässt diesen eben als Trieb weiter wachsen und nimmt diesen dann als Haupttrieb. Hier sind wir jetzt bei der Brennnesseljauche. Das zeige ich in einem anderen Video, wie das geht. Jetzt ist hier unten drin die vergorenen Brennnesseln. Da rühren wir einmal kurz um und nehmen eine gute Portion davon mit. Man muss vorsichtig sein, dass man das Ganze nicht an seine Finger bekommt, weil der Geruch ist noch nach ziemlich langer Zeit vorhanden. Tomaten können in dem Stadium ruhig ordentlich Dünger vertragen. Deswegen gebe ich denen das jetzt in einem Mischverhältnis 1:1. Oder sogar pur. Aber pur ist etwas gewagt, weil diese Flüssigkeit schon ziemlich intensiv ist. Ziemlich scharf. Und damit gießt man die Tomaten jetzt einfach reichlich. Am besten nicht über die Blätter, sondern nur an die Wurzeln. Wobei man dabei echt vorsichtig sein muss. Den Geruch von diesem Zeug wird man nicht los. Also mein Fuß wird noch in 3 Tagen nach Scheiße stinken. Das waren die 3 Pflegemaßnahmen, die ich den ganzen Sommer lang machen werde. Alle 2 Wochen etwa. Ausgeizen, die Pflanzen befestigen und düngen. Was noch hinzukommt, ist etwa 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche, je nach Trockenheit, ist Gießen mit ganz normalem Wasser. Mehr ist nicht zu tun bei den Tomaten und dann wird sich im Juli und August eine reiche Ernte auftun. Mmh. Mmh. Schmeckt fast wie eine Frucht. Fast etwas wie Pfirsich. Ein bisschen nach Eistee. Bei dieser Tomate im Freiland sieht man ganz klar, dass die zu viel Regen abbekommen hat. Und jetzt bildet sich hier Braunfäule. Man kann jetzt hier diese Blätter noch abmachen, damit die Krankheit sich nicht schneller verbreitet. Das hängt halt einfach mit dem Regen zusammen. Das kann man gar nicht verhindern. Daneben die Pflanze ist noch halbwegs gesund. Und hier wieder ein zweiter. Hier ist auch schon wieder Braunfäule. Was bis jetzt sehr gut aussieht, ist hier diese Sorte Ochsenherz. Die verträgt den Regen gut. Ich kann empfehlen, manche Tomatensorten, zum Beispiel diese hier, die Goldene Königin, etwas früher zu ernten und nicht komplett ausreifen zu lassen am Strauch. Der Grund dafür ist folgender. Meistens isst man die Tomaten ja nicht alle auf einmal, sondern sie liegen ein bisschen zu Hause rum und reifen sowieso noch nach. Und würde man sie komplett am Strauch ausreifen lassen, dann würden sie matschig werden. Zum Beispiel bei diesen Cherry-Tomaten hier. Da würde ich irgendeinen Reifegrad zwischen diesem hier und diesem hier wählen. Der hier etwas mehr noch als der hier. Aber hier das, hier oben die, hier, man sieht es, die sind geplatzt. Die Tomate ist richtig weich, matschig. Also roh würde ich die nicht mehr gerne essen. Hingegen diese Tomate hier, die ist zwar noch nicht komplett rot, aber schön fest noch, knackig, hat noch Säure, ist nicht nur süß und schmeckt meines Erachtens viel besser. Das ist sortenabhängig und das muss man von Sorte zu Sorte für sich herausfinden, in welchem Stadium man die Tomate am besten erntet. Jetzt werde ich ein sehr einfaches Rezept für einen Tomatensalat zeigen. Dafür werden erstmal Tomaten geerntet. Schiebt gänzliche Ahnung. Eine ganz fantastische Sorte ist hier die Ananastomate.
Eine Fleischtomate, sehr groß, aber voller Geschmack. Hier ist noch eine Ochsenherztomate. So, hier haben wir jetzt die Tomaten aus dem Garten. Die Tomaten werden einfach klein geschnitten, das Grüne gegebenenfalls entfernt. Hier habe ich noch ein paar Cherry-Tomaten, die halbiere ich einfach. Jetzt brauchen wir hier noch eine Zwiebel. Wir nehmen eine etwas kleinere, eine schöne Zwiebel. Wir nehmen hier noch eine Frühlingszwiebel, die reiße ich einfach aus, so. Braucht man nicht mal waschen. Der Basilikum verzweigt sich hier immer an den Gabeln. Das heißt, wenn man Basilikum erntet, bricht man immer etwas raus, so. Und jetzt wird die Pflanze hier zwei neue Triebe entwickeln und doppelt weiter wachsen. Das heißt, man reißt nicht einfach irgendwie wahllos Blätter ab, sondern man reißt immer an dieser Achselstelle hier eins raus und dann sieht man hier schon, wie die nächste Pflanze wächst. In der Zwiebel brauche ich nur ganz wenig, so viel etwa. Das schneide ich einfach nur ganz klein. Und eine Frühlingszwiebel, die kommt auch noch dazu. Und der Basilikum. Jetzt folgt das Dressing. Dazu nehme ich einen Teelöffel Honig, drei Teelöffel Öl, zwei Teelöffel Essig. Ich verwende hier diesen Weißweinessig. Man kann jeden Essig nehmen, den man möchte. Also ich mache es meistens so, dass ich direkt mehr mache, etwa die vier- oder fünffache Menge. Und dann habe ich immer ein ganzes Glas im Kühlschrank stehen und kann mir jederzeit Salat davon machen. Das Dressing hält sich mindestens eine Woche, also ist gar kein Problem, da mehr von zu machen. Dann schütteln, bis sich alles verbunden hat. Der Honig muss ich auflösen. Jetzt noch Salz, Pfeffer und zuletzt noch das Dressing. Sieht sehr schön aus, wie man sieht. Eine herrliche Konsistenz. Jetzt wird dieser Salat durchgemischt. So sieht der Salat jetzt aus. Ganz gut, würde ich sagen. Jetzt probiere ich auch direkt. Es ist süß. Schmeckt herrlich fruchtig nach Tomate. Es ist säuerlich natürlich. Zwiebelig. Leichte Basilikumnote. Jetzt werde ich noch zeigen, wie man Samen von den Tomaten nimmt. Dazu beginne ich mit diesen kleinen. Das Ganze funktioniert nur bei samenfesten Sorten. Hier sieht man jetzt schön diese Samenmasse, Gallertmasse genannt. Mache ich hier rein. Also man sieht, aus zwei kleinen Tomaten habe ich hier mehr als genug Samen. Bei der Ananastomate sieht das Ganze schon anders aus. Wie man sieht, hat die sehr wenig von dieser Gallertmasse. Man muss hier schon ganz genau schauen. Hier am Rand ist mein Samennest mit drei Samen drin. Hier ist noch mal einer. Man könnte diese Samen jetzt einfach so irgendwo hinlegen und trocknen lassen. Aber das Problem ist, dass dann immer noch dieser Gelee hier drum ist und man die Samen schlecht voneinander trennen kann. Deswegen macht man das jetzt folgendermaßen und gibt hier einfach Wasser rein. Und macht einen Deckel drauf. So stellt man das Ganze dann an einen warmen Ort und lässt es ein paar Tage vor sich hin gären. Dann löst sich das Gelee von den Samen ab und man hat die Samen einzeln. Das habe ich natürlich schon mal vorbereitet. So sieht das dann aus. Es ist vergoren, es wird milchig. Das schüttet man jetzt hier in ein Sieb. Dann in einem letzten Schritt gibt man das Ganze jetzt hier auf ein Blatt Papier, so, und verteilt es etwas. Und so lässt man das Ganze jetzt in der Sonne trocknen und kann es dann danach von diesem Blatt Papier wieder in ein Gefäß geben und hat nächstes Jahr wieder eigenes Tomatensamen. Herrlich. Ja, hallo liebe Gartenfreunde, jetzt folgt der Test der verschiedenen Tomatensorten und ich werde es hier entsprechend bewerten. Wir beginnen bei der Sorte Ochsenherz, die steht im Freiland und hat sich hervorragend gemacht. Viele Früchte, ich habe sie schon mehrfach beerntet. Ich werde jetzt direkt eine testen. Die Früchte sind am Anfang noch fest, gegen Ende werden sie natürlich etwas matschig. Da es eine Fleischtomate ist, wahrscheinlich eher zum Kochen geeignet, aber ich werde probieren. Ja,
mehlig, breiig im Geschmack. Nicht knackig, matschig eher. Ganz schwaches Tomatenaroma. Nicht süß, keine Säure, sehr wässrig. Also eine typische Fleischtomate zum Kochen eben. Dann folgt hier die gelbe Königin. Die ist gelb, wie der Name schon sagt. Hat sich ebenfalls sehr gut gemacht im Freiland. Und auch hier haben wir eine ähnliche Konsistenz. Nicht knackig. Breiig, aber schon deutlich mehr Säure, deutlich mehr Tomatengeschmack, aber auch hier keine Süße. Dann haben wir hier vier Pflanzen Roma-Tomaten. Da habe ich einen Fehler gemacht, die habe ich eintriebig gezogen. Roma-Tomaten werden nur einen Meter hoch. Deswegen ist es zu empfehlen, sie mehrtriebig zu ziehen. Ruhig drei Triebe, damit es so ein kleines Büschchen wird, dann hat man davon auch eine gute Ernte. Auch die haben sich gut gemacht im Freiland, wie man sieht. Viele Fruchtansätze, die haben diese Eierform. Eine typisch italienische Tomate, meines Wissens. Probieren wir auch. Noch viel breiiger als die ersten beiden. Nicht zum Rohessen. Die Tomate ist nicht wirklich knackig, sondern eher ein einziges Gematsche. Und der Tomatengeschmack, der ist auch eher so, ja, wie Tomatensauce schmeckt sie ein bisschen. Weiter geht's. Dann haben wir hier die Sorte Super Sweet, gleich drei Pflanzen nebeneinander. Wie man sieht, die werden sehr groß und auch sehr ertragreich. Also hier, die habe ich schon jetzt mehrfach beerntet. Die Blütenansätze sind riesengroß und die ist natürlich jetzt perfekt zum Snacken. Eine perfekte Snacktomate. Süß, wie der Name sagt, Super Sweet. Leichte Säure, knackig. Hier ist die Sorte Ananas-Tomate. Hier sieht man auch ebenfalls eine Fleischtomate. Hat sich ebenfalls ganz gut gemacht im Freiland. Und das ist natürlich jetzt meine Fleischtomate. Da würde ich ganz klar sagen, die eignen sich hervorragend zum Rohessen. Der Vorteil bei der Ananas-Tomate ist, sie hat sehr wenig Gallertmasse. Gallertmasse ist dieser Glibber, wo die Samen drin sind, sondern fast nur Fleisch. Sieht man auch hier, die Farben sind richtig fruchtig. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Pfirsich. Und der Geschmack. Die Ananas-Tomate schmeckt wie Obst. Also einfach nur fruchtig, kaum Säure, fast nur süß. Und es schmeckt nicht wirklich nach Tomaten, sondern wirklich eher wie Obst, wie Pfirsich oder an irgendetwas in dieser Art erinnert es. Also meines Erachtens die beste Fleischtomate. Und von allen in meinem Garten. Sogar, glaube ich, mein Favorit. Wie man gesehen hat, bis jetzt sind alle Tomaten im Freiland dieses Jahr auch ganz gut geworden. Das Jahr war nicht so trocken wie das letzte Jahr, aber dennoch sehr trocken. Das bietet sich an, wenn man Tomaten im Freiland anbaut. Dann haben wir hier eine weitere sehr schöne Tomate. Das ist die Black Cherry. Und die ist eben hier so dunkelrot. Eine kleine Tomate mit so einem grün, mit so einer grünen Füllung, grün-rötlich. Und das ist von den kleinen Tomaten mein Favorit bis jetzt. Keine Tomate in meinem Garten hat so ein Tomatenaroma. Richtig schöne Säure, Süße und vor allem dieser tomatige Geschmack. Diese Tomaten schmecken wie Ketchup, wie Hamburger. Das erinnert mich wirklich, wenn ich da reinbeiß, an dieses typische Hamburger-Aroma. Wie wenn man einen Burger beißt, von McDonald's zum Beispiel. Es ist direkt dieses Tomatige da. Wie Ketchup. Dann folgt hier hinten eine Sorte. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die esse. Die ist sehr spät reif geworden. Die Pflanze wächst auch schön hoch. Sieht gut aus. Die Früchte sind unterschiedlich groß. Und die Früchte sind eben weiß. Die Sorte heißt Zeas Sonnabend White. Keine Ahnung. Habe ich auch geschenkt bekommen. Habe ich noch nicht probiert. Sehr spät ausgereift, wie bereits gesagt. Auch wenig Gallertmasse, das finde ich gut. Schön viel Fruchtfleisch, sieht gut aus. Riecht tomatig. Schmeckt besonders. Ganz schwaches Tomatenaroma. Leichte Säure, leichte Süße. Ich kann mir dazu jetzt noch keine Meinung bilden. Etwas wässrig. Fast etwas zu sauer, aber wässrig sauer. Ich kann es gar nicht genau beschreiben.
Hier die Sorte Indigo Rose. Die Früchte sind schwarz. Und erst sind sie unten grün. Und wenn sie ausreifen, sind sie unten rot. Wie man hier sieht. Die werden dann unten rot. Sie erinnern von der Farbe her etwas an Weintrauben, meiner Meinung nach. An rote Weintrauben. Und auch vom Geschmack. Sehr süß. Kaum Säure. Kaum Tomatengeschmack. Und pelzig auf der Zunge. Das hatte ich so bei keiner anderen Tomate bisher. Dass es etwas pelzig schmeckt. Und das Ganze habe ich auch schon bei roten Weintrauben gehabt. Das ist wahrscheinlich derselbe Farbstoff, dieselben Anthocyane hier in der Schale, die vielleicht auch für dieses Pelzige verantwortlich sind. Ich habe das schon öfters bei verschiedenen Obst- oder Gemüsesorten. Da ist ein pelziges Aroma. In Anbetracht dieser Menge, die hier unten dran hängt, da kann ich mich echt nicht beschweren. Aber der Geschmack lässt etwas zu wünschen übrig. Also die Sorte heißt Indigo Rose. Ja, liebe Gartenfreunde und Freundinnen, das war's erstmal zu den Tomaten. Die Saison wird bald enden und dann geht es weiter. Ich werde weiter berichten. Okay, es ist Ende Oktober. Der erste Frost ist bald zu erwarten. Deswegen werde ich jetzt alle restlichen Tomaten ernten. Dadurch, dass ich hier mit diesen Schnüren gearbeitet habe, schneide ich einfach oben einmal ab. Ziehe die ganze Pflanze aus der Erde. Und dann schneide ich sie in kleine Stücke und mache alle restlichen Tomaten ab. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit fangen die Tomaten jetzt schon langsam an zu schimmeln. Deswegen ist es allerhöchste Zeit. So werden die Tomaten teilweise auch in den Gewächshäusern geerntet und dann in den Verkauf geschickt. Bis sie dann im Verkauf liegen, nach einer Woche, haben die Tomaten eine rote Farbe angenommen. Würde man die Tomaten für den Verkauf vollreif ernten, wären sie matschig, bis sie in der Ladenzeile liegen. So sieht das jetzt hier aus. Der Tomatenunterstand, der wird im Winter auch genutzt. Ich werde dort gleich Spinat aussäen. Das sind jetzt die ganzen restlichen Tomaten. Wie man sieht, sind schon ein paar nachgereift, seitdem ich die geerntet habe. Man kann noch eine Banane oder anderes Obst dabei legen, zum Beispiel Äpfel oder Birnen. Diese Früchte strömen das Gas Ethylen aus. Und dieses Gas hilft eben, die Reife zu beschleunigen. Diese nachgereiften Tomaten haben allerdings nicht mehr ansatzweise den Geschmack wie eine vollreife Tomate im Hochsommer. Ich verwende sie daher nur noch zum Kochen.